es ist viel zu warm. Es ist viel zu warm da draußen. Ich schwitze wie ein Schwein. Da, da, da. Hallo. Super Mario Rammstein Edit. Hi, es ist viel zu warm und so. Was macht denn ihr? Mach mal Heizung wieder aus jetzt. Ich glaube, geht los. Hallo. Hallo, Herr Krümeljunge. Hallo, Kura. Hallo, Lissenstein. Hubert, grüß dich. Nix, Decke. Ich brauch was zum Abkühlen. Es ist viel zu warm. 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 Viel zu warm. Deswegen auch kein Licht und kein Aquarium und nichts. Alles bleibt dunkel. Ja, okay. Gut. Sind wir uns einig. Ich wollte einen Schluck trinken. Hey, hallo Bangerboy. Grüß dich. Wie geht's euch denn so, Leute? Könnt ihr eigentlich schon mal reingehen, ne? Ich will. Kopfschmerzen, oh no. Gute Besserung. Trink was. Ich weiß, das sagt dir wahrscheinlich jeder, du musst mehr trinken. Aber das sagt jeder, weil das ist meistens das Erste, woran es liegen könnte. Gute Besserung. Aber du trinkst die ganze Zeit Wasser. Vielleicht muss man einen Schnaps trinken. Spaß. Ich versuche nur, es positiv zu gestalten. Schubidubi. Kopfschmerzen kann man nicht positiv gestalten. Nee, ich will ja auch nicht die Kopfschmerzen positiv gestalten, sondern ich will die Gefühlslage positiv gestalten. Dass man trotzdem positiv durch den Tag geht. Deshalb habe ich einen Flachwitz gemacht. Halt so. Was liegt im Sarg? Was ist grün und liegt im Sarg? Eine Sterbse. Wo muss ich hin? Ich muss den angreifen. Nie verdreht, oh no. Ey, das ist so schlimm. Es ist heute schon wieder warm und morgen soll schon wieder noch wärmer werden. Morgen kann ich nicht sagen, ob wir morgen ein Streaming machen können.
Weil morgen wird wieder so extrem. Dreht er sich. Damba, mach doch mal mehr Dings. Ja. Dann halt so. Wolkenkatana? Das macht 50 maximal Damage weniger, aber 175 also Mindestdamage. Ist doch schon sexy. Wo ist es denn jetzt? Da, Doppelangriff. Ja. Und wie sieht das aus? Genau so, bitte auf Dings. Ja, bei uns morgen auch. Warte. Es wird schon wieder ganz komisch. Morgen wird wieder übel heiß, 37 Grad und Dienstag 20. Kann mir meine erzählen, wie man... Ne? Da wirst du ja mit Schugge bei. Hä, wo soll ich denn hin? Ach, hier. Hier? Da wärst du ja bekloppt bei. Der Körper hat ja gar keine Zeit oder gar keine Möglichkeit, dass man sich irgendwie anpassen kann, ey. Bäh. Da gehst du sowas von kaputt bei. Ey, ich hab gestern was gefunden, ne? Ich hab erstmal eine E-Mail geschrieben. Und, weil das ist natürlich wie immer, wie alles, nicht in Deutschland. Und jetzt habe ich mal gefragt, ob die auch wenigstens nach Deutschland liefern. Sollte das der Fall sein, dann zeige ich euch den krassen Scheiß mal. Wild, das muss ich dann haben. Weiß ich gerade mit starken Gewittern. Das könnte auch eklig werden. Trotzdem heiß und Regen und Gewitter. Dadurch könnte es ziemlich schwül werden. Bring in 10 Minuten meinen Bruder zum Bahnhof. Bin da nochmal so eine Stunde weg. Wer ist keiner mehr da, wenn ich wiederkomme? Eine Stunde in 10 Minuten. Also 16.20 Uhr muss ich streamen. 16.15 Uhr Stream ausmachen, alles klar. Auf den Blick habe ich nur gewartet. Nein, ich bin natürlich noch da. Dich, Kura. Ey. Und Scheiß, ist mir gestern nochmal passiert.
Das ist mir nochmal passiert. Nee, gestern war das gar nicht. Doch, gestern. Nee, vorgestern ist mir das schon passiert. Vorgestern habe ich mit Natzen und Manni ein bisschen Treckerfahren gemacht. Und Natzen musste Beine wegbringen. Verkaufen. Jede Fuhre Beine gab 17%. So, und dann war er bei 72%. Und ich so... Oh, traurig, da musst du trotzdem noch einmal fahren. So übelst witzig, mich lustig gemacht. Als hätte er nur noch 1% übrig, wenn er noch jetzt fährt. Aber er hätte ja noch... Weißt du, ich habe 72 plus 17, 99 gerechnet. Mathe Genius ist schon wieder da, Junge. Weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Mein Gehirn ist sowieso Matsch. Ich kann mit solcher Wärme überhaupt nicht umgehen, sage ich euch, wie es ist. Kann ich nicht mit üben. Ich bin zumindest froh, dass mir solche Rechnen... solche mathematischen Probleme nicht passieren, wenn ich Dingse Rechnungen bezahlen muss. Er dreht sich weg. Ich hasse es. Er dreht sich wieder weg. Ich hasse es. Und sonst so, Freunde? Habt ihr heute bisher so gemacht? Was gab's zu futtern? Was ist das? Erhöht beim Schmieden die Chancen auf Schmiedefieber. Ah ja. Aha. Ah, okay. Da brauche ich gar nicht gucken. Außer bei Dunburn vielleicht. Die Himmelsschraube nutzt ihr die überhaupt? Nö. Schuss, Reinigungsschrot. Ich saß im Auto bisher und es gab heute Morgen ein Brötchen. Jawohl. Hüpf, hüpf, hüpf. Auto geschraubt und jetzt gibt's Käselauchsuppe. Jawohl. Ich hatte heute so einen Bauerntopf. War ganz geil mit Kartoffeln drin und so. War ganz schmackelig. Koko kara haire sou da na.
いよいよ要塞に乗り込むのね。奴らに見つかると面倒だ。急ごう。 Ich muss dir mal diese orangene Mütze runternehmen. Perücke. Das macht mich gerade total fuchsig. Sieht nicht geil aus. So. Garfield mir viel besser. Level up. Hey, das grüne Zeug wird wohl Äthersaft sein. Ganz viele Fischkeiten. Fischkeiten. Jetzt bin ich innerhalb der Festung Galahad. Haben wir uns reingeboxt. Ja, Ayuna ist halt das. Ja, ich meine, gestern Abend der Fünfer-Saffron ausgeklatscht. Und wurde somit Sub-Boss. Blutstiller Leggings. Digga, warum denn immer Leggings? Nibbidi-bobbidi-boo. Das Ding schlägt Alarm. Müll hast du geträumt? Ich kann mich nicht mehr so ganz erinnern.
Nee, das ist Müll. Das ist auch Müll. Bam! Nice. Junge, 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 lass dich mal. So, jetzt erklären wir mal kurz eine Sache. Es ist doch ein Kampf gesamt gewesen. Wieso muss ich jetzt hier 50 Kisten aufmachen? Ja, ich beschwere mich über dieses unnötige Looten. Könnte sich doch einfach alles in einer Kiste sammeln. Krieg angefangen, wir müssen mit unserer Klasse mit dem Bus irgendwo hinfahren. Und sind dann aber irgendwie in der Luft gefahren und dann war in der Ferne irgendwie ein Schloss und dann waren wir plötzlich in so einer Art Baumhaus, wie bei einer Ökodame, weil da wären wir ja sicher und keine Ahnung. Ah ja. Ah ja. Ein Hochofen, so fühle ich mich auch. おっさん、遊びに来てんじゃねえんだから。ほら、さっさと行くぞ。待って。あのピストンの稼働を止めれば、溶鉱炉の機能を停止できるかもしれないよ。なるほど。キシン兵のエーテル供給が断たれるわけね。やるしかないもん。けど、あんなでかいもん止めるっつったって、どうするんだよ。ピストンの動力を生み出しているタービンさえ停止できれば。 おそらくこの近くにあるんじゃないかな。よし、まずはタービンの場所を探そう。 Turbinen abschalten. Nehmen wir erstmal auf der rechten Seite.
Putz. Putz. Schuldige. Komm her. Nummer 1. Gehen wir in die nächste Tür und deaktivieren wir Nummer 2. Würde ich sagen. Zippidi-doo-da. Oh. Der ist mit Glitzer. Yay! Klingenstulpen, Schlingenschläger, Sternenleuchter. Okay, zeig mal her. Klingenstulpen. Nehme ich. So. Schlingenschläger. Der ist nicht nochmal besser, obwohl der zwei Sockel hat. Doppelangriff. Überhaupt Brandschaden? Haben wir denn jetzt hier alle neu? Aha. Orion-Stil Handschuhe. Was sind das denn für Schuhe, Alter? Hier sehen sie gut aus. Sieht sogar das gut aus. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Uff. Guck, jetzt hat die eine fette Rüstung an und trotzdem gucken die Bubas fast raus. Ich habe die ganze Zeit recht gehabt. Ah, und jetzt würde der Helm wahrscheinlich passen, ne?
Nice. Oha! Aber ich kann ihm die Schuhe nicht anziehen, weil die sehen total kacke aus. Aber volles Ohr. Kriegt auf einmal Schuhgröße 20. Größe 20. Ja, jetzt bin ich aber neugierig und würde gerne wissen, wie bei dem der Erythrit aussieht. Sick. Geht klar. Nämlich Plattfüße, aber geht klar. Helmtechnisch. Voll gut. Der kriegt den Orion-Helm. Nice. Und was hat er hier für eine neue Waffe? Den Rostwächter. Nice. Ein Anti-Mech-Kombeißer bei? Nee. I like. Junge. Nee, sie fällt das kleine Krönchen auf. I like. So. Nummer 2 ist abgeschaltet. Jetzt noch, okay, alles klar, ich checke. Einmal außen rumlaufen. Damit wir dann jetzt auch noch die Turbinen anhalten können. Nicht die Turbinen, die Zylinder. Nee.
Radrick, hey. Gute Besserung. もう小さな爪を切らないよ。やれそうだ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 。
Oh nein, Vivi ist da, schnell verstecken! Wir sind nicht da. Wir sind nicht da. Ach verdammt. Sie riecht mich. Das ist, jetzt ist eh zu spät. Hallo, der Wiff, mein Herz. Bei mir im Zimmer müsste ich den Raumtemperatur-Dings holen. Aber es ist schon bombastisch warm. Ich hab der Messgerät nicht hier. Over 9000 kommt hin. Delta-Gewehr? Was ist das? Bin ich gut? Wo soll ich denn überhaupt hin? Ach, da hinten hin. Bin kurz drin, bin in den Flur, in den Vorflur zum Garten. Komm, ich dachte, mich erschlägt eine Hitzewand. Es ist nicht mehr normal, ehrlich. Ich
Vor allen Dingen morgen wird es bei mir, also bei den meisten von euch wahrscheinlich, wie ich vorhin schon jetzt gelesen habe, dann nochmal wärmer. Und am Dienstag dann einfach wieder nur 20 Grad. Welcher Körper soll das vernünftig mitmachen, ohne irgendwie... Weiß ich nicht. Garten ist voll Sonnenseite, verbrennt mir alles. Nice. Kommt Freude auf. Wenn ich den jetzt pulle, ne? Kommen dann alle? Das ist gut. Männlich 85 Zugführer. Kaktus blüht. Oh no. Das bedeutet, es ist so warm, dass perfekte Temperaturen für einen Kaktus gegeben sind. No. Der Glorienjurom, Alter. Ich brauche gar nicht gucken, ich kann eh nichts gehen. Keine Bäume hab. Keine Bücher hab. Ja, ein Bekannter von mir freut sich auch. Der hat in seinem Garten lauter tropische Pflanzen und muss dir jedes Mal, wenn das Wetter nicht passt, muss er die ja selbstverständlich schützen. Ne? Heißt, die müssen irgendwie in Folie oder
und Sack drüber oder müssen reingeschleppt werden und so, ne? Der ist glücklich über die Temperaturen. Der kann nämlich seine Bäume einfach stehen lassen. Meine Mama hat mir ein Bild von einem Kerzenhalter geschickt, den die in der Gartenlaube haben. Da habe ich ja auch geschweint, wie verboten das aussieht. Willst du mal sehen? Ja klar. Verboten klingt gut. Oh, das ist gut. Ether 3. Ether 3. Ether 2. Blutstiller Legend. Passt so. Ich mache für diesen Garten hier kaum was. Nur das Notwendigste. Aber ist ja auch nicht meine. Weiß nicht, habe ich dann keinen Bezug zu. Die hat den 100 Jahre wuchern lassen. Und ich soll mich da jetzt drum kümmern. Also kümmere ich mich darum, was notwendig ist. Im Herbst mache ich einmal Kasala mit meiner Family zusammen. Aber dann... Weißt du, ich hab gesagt, ich mache einmal mit meiner Family, mein Bruder kommt mit seinem ganzen Zeug vorbei. Oh, und dann gehen wir da einmal durch, schneiden mal die Hecken und so alles mal so richtig zurück, wie es sein muss. Das mache ich dann einmal und dann ist gut. Aber einen Arsch aufreißen und schön machen und Steine hin und dies, ne. Ne. Das sieht ja lustig aus. Ich muss mal meinen Vater schicken. Bisschen warm. Nee, ich hoffe mal, dass Dienstag das Forschungsgespräch super läuft. Dann werde ich da erstmal arbeiten und nachher Probezeit, wenn die mich dann beide behalten. Ich denke, es wird eine Probezeit geben, gehe ich mal von aus. Dann werde ich mich mit meiner Frau sowieso umschauen nach was anderem. Shulk, das war Moshi. Okay. Thank you.
Läuft noch, nice. Oh, dreht er sich um? Mann! Klar, wenn du Zeit hast. Können wir heute wieder aufs Floß gehen. Dann kannst du heute wieder aufs Floß gehen. Alexander vermisst uns bestimmt schon. Nice, dann nenne ich mich Gernhard, weil dann können wir nämlich Gernhard reinholzen. What the hell? シルク、このままじゃ持たないぞ。フィオル、本当に僕らを忘れてしまったのか。哀れなものだ。生地そうしてした Goldene。なくば、この鬼神界まで乗り込んでこようとは思わなかったであろうに。アポクリファ、展開。なんだ？おいおいおい、どうしまったんだよ、モナドは。危ない。シュルク。大丈夫。待ってろ、シュルク。助けに来たシュルクがこんなに傷ついているんだぞ。聞こえているのか、フィオルン。逃げてください、フィオルン。フィオル、いや、君は逃げてください。この機体は操られているのです。操られて、まさか奴に。驚いたものだな、ベイスとされたホムスにこのような力があるとは。エギル、フィオルンに何をした。元より全ての鬼神兵は我が支配下にある。搭乗者が歯向かうなら
我が制御で従わせるの。なぜホムスを騎士兵に取り込むんだ。なぜホムスに巨神界を襲わせる。知りたければお前も我が配下となるがいい。騎士界の体で巨神界に攻め込むとき、その行為の意味するところを教えてやろう。ふざけるな。誰がお前の配下なんかに。無理をするな。今は脱出することを考えろ。でもあそこにフィオルンがいるのに。ここで倒れたら助ける機会は永遠になくなる。どうした。モナドが使えない貴様らに勝利する可能性も脱出する機会も残されてはいないぞ。畜生。モナドが使えなくなったのはやっぱりお前のせいか。モナドはこの世界を構成するエーテルの波動を制御する器物ならば、相反する波動にて相殺することはたやすい。そんなことが。問答はここまで。モナドを渡してもらおう。もはや貴様には無用の成仏。断る。本当にモナドが無力ならお前が欲しがることもないはずなんだ。絶対に渡すことなんてできない。ならば我が拳に貫かれるか、窮地の者の手にかかるか、選ぶがよい。エレギル。おっしゃ。Hey, Monado geht da noch. Er vergessen zu waffen. Aber die Fähigkeiten sind blockiert. Oh, da hat jemand die Tür aufgemacht. Jemand alles aufgemacht. このままではあの少年が。シルク死んじゃいや。シルクをみんなを助けて。あなたはとどめだ。モナドを受け継ぎし者よ。お願いします。私に力を貸して。させません。我が支配から脱出だ。フィオル。エギル、たとえあなたの思いが強大でも、思うがままにさせておくことはできません。この力は貴様は一体。Oh, Monado has the power! やめるんだ。生きてください。と共倒れの覚悟か。何？フィオル。Junge! Eskalation 3000!
What the hell did I just see? <coughs> 要塞が崩落したんだと。それでメリアはシルクとは。それが遠方からの観測ですので、彼らの安否までは。シルクたちなら心配いらねえよ。しかし 連中の行き先ちっとばかし心当たりがあるんだよ。それよか攻め込むなら今だぜ。奴らの要塞は完全に沈黙したわけじゃねえからな。それともこのまま座して死を待つか。先読みの儀式はいかがされますか。すまない予言官殿、私は行わない。 自らの運命くらいは自らの手で掴みたいからな。見るまでもなかろう。放っておいても鬼神界の軍勢は来る。必ずな。いい目してるぜ、あんちゃん。さて、戦だぜ。 Okay. Nice. Direkt mal Pipi machen gehen. Bin gleich wieder da.
Hallo. Mach mal. Mach mal diesen Move. Es ist so warm, Leute. Ich schwör's euch. Ich sag euch das. Ich hasse Wärme. Wärme ist Schmutz. Kono yume. Hitashiburi da na. ここのガラクタを取りに来て、そして沈むんだ、土の中に。今のは何か夢を見たような。フィオルンは？あれは？Junge. Fjord. フィオル、息はある。あ、フィオル。Es regnet, fang welches auf. Oder da vorne.
フィオル、気がついた。その僕はシュル、こんなとこで最初のキスか。覚えてたの？フィオル、もちろんシルク。 私ね、シルクのことも、みんなのことも、忘れてなんかいなかったんだよ。え、じゃあ、みんなに声かけたくてもできなかったの。私じゃなくなってたから。どういうこと？あの時、コロニー9で騎神兵に襲われた時。 私、確かに一度死んだと思ったの。だって、鬼神兵の鉄の爪や牙に引き裂かれたんだから。途中から何も覚えてなくて、音も光も痛みもなくなって。次に気がついた時、私の体はこんな機械にされてた。ううん、それだけじゃない。私の中に知らない誰かがいたの。 君って、じゃあ今まであの鬼神兵を操っていたのは。うん、知らない誰かさ。でもね、ずっと私も見たり聞いたりしてたんだよ、この体を通して。だけど自分で思ったように体を動かしたり喋ったりすることはできなかった。そうか、だから僕たちのことを知らないみたいに。 心では必死に呼びかけてたんだけどね。伝わらないよね、そんなの。そんなことないよ、信じていたからさ。いいのよ、無理しなくても。逆だったら私だってわかんないもん。だけど君の中に入ってたのって一体誰なの？ わからない。人と話してる声は聞こえたけど、考えていることはわからないし。でも、何かやらなきゃならないことがあって必死に頑張ってた。それだけは伝わってきたんだ。今はどうなってるの？眠ってるのか。そうでなかったら、さっきまでの私みたいに話すこともできず困っているのかも。 困って当然だよな、そんなやつ。フィオルの体を乗っ取って好き勝手なことしてたなんて。うん、そうだけど。このまま消えてくれればいいけど。ねえシルク、あんまりその人のこと責めないであげて。どうして？私の体を使って何かをしようとしていた。きっと大切なこと。なんだかわからないけど、私力を貸してあげたいの。なんでそんなこと？自分の体を使われてたと言っても、そんなに嫌じゃなかったんだよね。あの人すごく優しくて、私の体に気を使ってくれてるの伝わってきたから。 そうなんだ。うん。それにあの人は一生懸命にシルクを守ろうとしてくれたから。
そうか、あの時。あの人は私がしたかったことを代わりにやってくれたの。だから私もできることなら手助けしたい。そっか、その人がしたかったこと何なのか分かるといいね。うん、ありがとうシルク。おかえりフィオルン。ただいま。どうするのこれから。みんなを探さなくちゃ。きっと生きてる、そんな気がするんだ。フィオルンが帰ってきたのを知ったらみんなびっくりするよ。みんな、ラインもダンバンさんも、それに新しく知り合った仲間もいるんだ。カルナ、リキ、メリア、いい人たちばかりだよ。シルクもいろいろあったんだね。うん、でもこれからはずっと一緒だ。さあ出発しよう。Eckernschwerter. Okay. Ist von der Vermorgen aufpeppen. Hähnchen. Leberkäse in der Reispfanne? Leberkäse gehört nur auf dem Brötchen. やっ
Junge, die Musik, wie sie ausrastet. Was? Hast du noch nie gehört? Leberkäse mit Spiegelei? Dann musst du unbedingt mal den ultimativen Dentemec-Schmampf essen. Da würde mich wahrscheinlich auch jeder aus Bayern für steinigen, aber ist mir scheißegal. Der ultimative Dentemec-Schmampf. Du nimmst einen Brioche-Burger-Bun. Die werden gebuttert und dann angeröstet. Da kommt dann ein schöner, eine schöne, ordentliche Scheibe Leberkäse drauf. Darauf kommt dann eine Scheibe Käse. Darauf ein Spiegelei. Darauf Röstzwiebeln. Und als Soße kannst du aussuchen, entweder Senf, Senf und Ketchup oder süßer Senf. Ultimative Dentemec-Schmampf. Digga. Der ultimative Dentemec-Schmampf, ich sag's euch. Hey Moonweil. Silke. Fjörn. Do shita no? Gomen. Skoshi karada no balansu ga okashii mitai. Ich muss ein bisschen ruhen, dann wird es besser. Entschuldigung. Gut, ich habe es verstanden. Lass uns hier ein bisschen ruhen. Wie ist das nach dem Tag? Wie ist das? Wie ist das so geworden? Hey, Exosorian, moin. Monado no hikari ga kanari fuantei da. Yappari, ano kishinhei no sei nano ka. Sore demo, boku ga Fiorun o mamoranai to. Shiruku. 眠らないの？ごめん、起こしちゃった。ううん、大丈夫。たっぷり休ませてもらっちゃった。何か食べる？お腹空いたでしょ。それより、お水欲しいな。ああ。食欲なくても。食べた方がいいよ。早く体力つけなきゃ。ううん、平気。こんな体だけど便利なんだよ。お腹空かないの。水だけ飲んでればずっと動けるみたい。嫌なこともあったけど、ちょっとだけ得した気分かな。ねえ、シルク。置いてってもいいよ。なんで？だって私この話、もう鬼神界の体だから、こっちの世界でもうまくやっていけるよ。そんなことできないよ。シルクの知ってる私は、あの時死んだの。
そう思えば。そんなこと思えないよ。だってフィオルンはここにいるんだ。あの時コロニー9でフィオルンが死んだと思った時、悲しかった、悔しかったよ。自分にもっと力があれば、そう思った。シルク、もう後悔はしたくない。僕が君を守るんだ。それに君の中で眠ってる人のこと放っておけないだろう。うん、そうだね。鬼神兵、こんな時に。シルク、私も。フィオルン、くそ、こんな時モナドが万全なら。モナドは一瞬でしか。こんなところで、ここでやられてたまるか。今度こそフィオルンを守るんだ。これは。Oh no, gute Besserung, Exosorian. Aber bei dem Blick am Ende habe ich jetzt nicht gewusst, ob ich jetzt gute Besserung oder herzlichen Glückwunsch wünschen soll. Der Blick dazu, ey. Gute Besserung und milden Verlauf wünsche ich. Monado, nantoka daseta.けど、こんなに疲れるなんて。Das, was Krümel geschrieben hat. やっぱりあの鬼神兵の影響か。なんだ、この音。くそ、囲まれた。Hey, Manni! Hey, listen! Koko. Yatto, mezame? Karuna! Ano ato, dou natan da? Wakaranai. Watashi mo ki ga tsuita bakari de. Minna wa?探したんだけど、近くにはいなかった。そうか。ライン、ありがとう。え？あの時、かばってくれて。ああ、よかったよ。あんただけでも守れて。ライン、どうしたの？俺、情けないよな。昔フィオルンに約束したんだ。シルクに怪我はさせないって。なのに。あんたをかばったシュルクが怪我をしたことを気にしてるの？昔はさ、シュルクのやつ本当にひ弱でさ、いつも俺が助けてやってたんだ。だから調子に乗ってフィオルンにも約束して。でももうそんな必要ないんだな。ない、あいつ強くなったよ。モナドを手に入れたからってだけじゃなくてさ、もうシルクには俺の手助けなんて必要ないのかもな。あんたらしくないよ。コロニー6を覚えてる？ああ、あそこは私たちのコロニーはね、昔からよく鬼神兵に狙われてたんだ。今にして思えば地下のエーテルが目当てだったんだろうけど。そうだな。あそこでエネルギーを補充すれば随分遠くまで行けるんだろうし。だからコロニー6の防衛隊員たちはいつも傷ついてた。体だけじゃないよ、心も。昨日は生きてた友達や仲間が
今日はいない。そんなのが当たり前だった。もう戦ってもしょうがない。自分なんかに何もできるはずがない。そんな気分になりかけるやつもたくさんいた。でもならなかった。どうしてだと思う？強かったからか。強くなるしかなかったのよ。みんな守るべきものがあったから。下を向いてるうちに大切なものが壊される。だったら目を背けたくても前を見るしかないんだって。耳が痛いな。らしくなかったかな俺。ラインは悩んだりしても様にならないって。だな。足元見るのは年取って腰が曲がってからでいい。それでどうするの？探しに行くさ。シュルクやフィオルンを。足でまといだ年取って荷物持ちくらいできるしな。そうそう、その方があんた